Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder viele kurze Telefonate, die für ein eigenes Video so nicht gereicht haben. Doch trotzdem zeigen diese vielen kleinen Telefonschnipsel wunderbar auf, was wir da eigentlich genau für Menschen an der Telefonleitung haben. Richtig, eigentlich nur Menschen, die uns um unser Geld betrügen wollen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesen vielen kleinen Telefonaten. Ja. Ja, grüß Gott. Mein Name ist Sophia Müller. Ich bin Account Managerin von IP Capital Limited. Sie haben interessant Rating gezeigt und wir haben eine Bewerbung von Ihnen bekommen. Haben Sie noch Interesse dran? Was denn für eine Bewerbung? Das ist Investitionen und Trading. Wir haben heute eine super neue Option. Möchten Sie aufhören? Suchen Sie neue Mitarbeiter oder was meinen Sie jetzt? Ich bin Mitarbeiter, ja, ganz genau. Und Sie suchen neue Mitarbeiter? Wie bitte? Sie suchen neue Mitarbeiter oder was? Nein. Nee, weil Sie sagten, ich habe eine Bewerbung geschickt. Eine Anfrage haben Sie geschickt auf CryptoSoft German. Stimmt das? Kann ich mich nicht daran erinnern. Das ist Investitionen. Aha. Okay, unser Unternehmen beschäftigt sich mit Finanzmarkt, Kryptomarkt und so weiter. Haben Sie Interesse daran? Nö. Hallo? Hallo. Ich möchte Sie um unsere neue Investitionsmöglichkeiten informieren. Jetzt haben wir eine neue Option für unsere Kunden. Das ist ein persönlicher Finanzanalytiker. Er hilft Ihnen, Geld zu investieren. Er analysiert für Sie den Finanzmarkt und macht eine individuelle Strategie. Der Gewinn ungefähr von 20-30% monatlich. Mhm. Mindeste Einstieg ist 250. Das ist Mindesteinstieg, gibt es noch 500 und 1000 Euro auch gibt. Haben Sie Interesse? Heute kann ich Bonus Ihnen schenken. Möchten Sie? Zum Beispiel 250 zahlen Sie und ich kann Ihnen 70 Euro schenken. Auf Ihre Handelskonto wird schon 320. Haben Sie Interesse dran? Nö. Wie bitte? Nö. Warum nicht? Na, müssen warum Sie noch ein müssen Sie ein noch passive Einkommen haben? Was ist denn das? Passive Einkommen, was ist das? Mhm. Naja, wenn müssen Sie nicht mehr arbeiten, ist es eine gute Möglichkeit, einfach zum Investieren. Aha. Ich kann Ihnen alle Informationen per WhatsApp schicken. Haben Sie diese Telefonnummer WhatsApp? Nö. Haben Sie? Nö. Haben Sie keine? Okay. Mhm. Okay, haben Sie Interesse an Finanzen überhaupt? Brauchen Sie zu jeder Frage fünfmal dieselbe Antwort? Ja, das ist meine Frage. Okay. Haben Sie Interesse daran, zum Investieren? 250, das ist Mindesteinstieg. Mhm. Interessant. Wie bitte? Mhm. Wiederhören. Na, ich hoffe. Eieieiei. Da haben wir ja wieder eine ganz besondere Betrügerin an der Telefonleitung gehabt. Ich weiß nicht, was die sich vorstellen bei den Anrufen, die tätigen. Ich meine, die rufen ganz stupide bei euch an, rattern ihr Skript runter und naja, dann, wenn die merken, dass ihr da nicht so wirklich Interesse habt, dann beenden die einfach das Gespräch und würgen es quasi direkt mittendrin ab. Schon irgendwie höchst nett, was man da für Kriminelle an der Telefonleitung hat. Ja. Hallo, guten Tag. Spreche mit dem Herr Roberto. Sieht so aus. Ja? Mhm. Sie sind Herr Roberto? Mhm. Ah, so, Sie sind ein Hurensohn. Ah, okay, schönen Tag noch. Das sind bei Ihnen nicht richtig. Tja, also, was bei den Betrügern nicht so richtig läuft, ich weiß es nicht. Eins weiß ich auf jeden Fall. Es läuft definitiv irgendwas nicht richtig bei denen. Tja,
Also ich weiß nicht, an welcher Stelle der Name jetzt schon nicht gefallen hat, ob ich den jetzt hier öfters an der Leitung hatte und der mich einfach erkannt hat, aber es ist schon ziemlich aufschlussreich, welche Menschen da einfach anrufen. Ich meine, man muss sich immer wieder vor Augen halten, das sind angeblich seriöse Banken, seriöse Firmen, die euer Geld in Treuhand verwalten wollen. Die rufen einfach so bei euch an und beleidigen euch so ein bisschen. Selbst wenn der weiß, dass bei mir kein wirklicher Kundendatensatz dahinter steckt, warum ruft er dann an und beleidigt die Kunden? Tja, also hier zeigen die einfach nur ganz klar selbst auf, was das für Menschen an der anderen Leitung sind oder am anderen Ende der Leitung. Definitiv keine seriösen. Ja, bitteschön. Ja, hallo. Ja. Hallo, schönen Tag, können Sie mich? Ja. So, ja, Anna Werner am Apparat. Ich rufe Sie an wegen einer Anfrage, die Sie gemacht haben. Es geht über Onlinehandel. Also, Sie müssen mal Ihr Mikrofon ein bisschen lauter machen. Okay. So. Jetzt ist es besser, glaube ich, oder? Nee. Immer noch nicht? Nö. Nee. Aber Sie hören nicht. Ja, ich höre Sie, aber es ist sehr leise. Muss man sich auch anstellen. Okay, so, ja, ich wiederhole nochmal langsam. So, ich rufe Sie an wegen einer Anfrage, die Sie gemacht haben. Es geht über Onlinehandel. Bei mir steht, dass Sie haben Geld verloren mit Onlinehandel, dass Sie haben schlechte Erfahrung. Ist das richtig? Nö, das ist falsch. Das ist falsch? Ja. Haben Sie keine Erfahrung mit Onlinehandel? Das ist auch falsch. Also sind Sie der Herr Wehmeyer, oder? Was? Sind Sie der Herr Mario? Mario. Wo haben Sie denn das her? Herr, Sie haben selber Ihre Daten bei uns hintergelegt. Verstehen Sie mich? Nee, Sie haben mir gerade erzählt, Sie haben die Daten von wem anders bekommen. Aber widersprechen Sie sich auch selbst. Also es ist tatsächlich wahnsinnig, wie die sich selbst widersprechen. Die rufen an mit irgendwelchen fadenscheinigen Beschreibungen, Begründungen und wissen dann schon direkt nicht mehr weiter und verzetteln sich schon in den ersten Sekunden des Gesprächs. Tja, wie gesagt, das sind die seriösen Finanzunternehmen, die euch reich machen wollen. Von daher, ich kann euch immer nur wieder warnen, lasst die Finger von irgendwelchen Firmen, wo ihr euch nicht mit auskennt. Grundsätzlich sollte man auf dem Tradingmarkt definitiv erstmal Erfahrung sammeln und sich vorher explizit mit dem Thema auseinandersetzen, dass man nicht aufs falsche Pferdchen setzt. Denn, ja, steckt man sein Geld in so ein Unternehmen hier, das einfach ungefragt anruft, dann kann man sich eigentlich sicher sein, dass hier nie Gewinne bei rauskommen können. Meldet man sich bei irgendeiner seriösen Plattform an, wird man da in der Regel nicht einfach ungefragt angerufen. Denn wird man ungefragt angerufen, ist das gegen das Datenschutzgesetz. Und das zeigt eigentlich nur ganz sauber auf, dass die Firma nicht ganz sauber sein kann. Ja, hallo? Ja, hallo? Ja, hallo? Ja. Hallo, schönen guten Tag, hören Sie mich? Ja, ganz schlecht, ja. So, ja, Anna Werner am Apparat. Ich rufe Sie an wegen einer Anfrage, die Sie gemacht haben. Es geht über Onlinehandel. Machen Sie mal da Ihr Mikrofon ein bisschen lauter. Man kann Sie wirklich nur ganz schlecht hören. Okay, so, es geht über Onlinehandel. Immer noch leise. Über Online-Trading. Ist sehr leise. Ja, können Sie mich hören? Ja, nur ganz leise. Es geht über Onlinehandel, Herr. Ja, jetzt ist ein bisschen bei besser. Bei mir steht, dass Sie... Ja, ist besser jetzt, oder? Ein bisschen. Aber dann müssen Sie laut reden. Okay, so bei mir steht, dass Sie haben Geld verloren mit Onlinehandel. Ist das richtig? Wo steht denn das? Bei meinem System. Aha. Woher weiß das System das? Also, ich frage Ihnen, ist das richtig oder nein? Naja, wenn das in Ihrem System steht, warum müssen Sie denn noch nachfragen, ob das richtig ist? Okay, und wie haben Sie dieses Geld verloren? Ich verstehe die Frage nicht. Ich dachte, Sie wissen das. Nee, ich weiß nur, dass Sie haben Geld verloren und ich frage Ihnen, wie haben Sie dieses Geld verloren? Ja, woher wissen Sie das? Ja, und alleine mit dieser Frage kann man das ganze Gespräch sofort crashen und die tolle Mitarbeiterin legt direkt auf. Ja, woher weiß sie das, dass ich angeblich mein Geld verloren habe? Tja, das beantworten die nicht. Die sagen einfach nur, es steht da im System und es ist schon so richtig. Gleichzeitig fragt sie mich aber, ob das richtig ist. Es ist irgendwie, weiß ich nicht, da fässt man sich doch an den Kopf. Wie verwirrend kann das eigentlich noch sein, das ganze Thema? Vor allem, damit treffen die sicherlich viele Menschen, die vielleicht wirklich schon mal Geld eingezahlt haben. Und wenn die einfach alle Datensätze nochmal anrufen, wird da sicherlich jemand dabei sein, der sein Geld versemmelt hat. Und wenn der jetzt hier Ja sagt, tja,
Dann führen die euch dazu, dass ihr jetzt nochmal Geld einzahlen sollt, damit ihr das nochmal nie wieder seht. Also die rechnen quasi mit der doppelten Dummheit der Menschen. Es ist schon wirklich absolut, ja, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen einfach die Worte, mit welchen Methoden die an unser Geld wollen. Guten Tag. Hallo. Hallo, grüß Gott. Wenn ich ihn Rudolf? Schönen Tag, Rudolf. Das ist Valerie am Apparat. Aha. Ich rufe Sie vom Millennium One. Sie haben sich für den Kryptowährungen bei den Bitcoin-Handeln registriert. Oh, das ist ja lustig. Das ist ja schön, dass Sie sich doch gerade melden. Schönen Tag noch, danke. Was ist denn der Grund jetzt Ihres Anrufs? Was jetzt hier genau der Grund Ihres Anrufs ist, verrät sie uns irgendwie nicht. Schon beeindruckend, wie die so verfahren. Denen ist einfach egal, was die da eigentlich runterrattern. Hauptsache, ihr gebt denen Geld. Und sobald ihr da nicht mehr mitspielt, haben die keinen Bock mehr auf euch. Also ich weiß es nicht, warum man da Geld einzahlt. Es gibt aber leider sehr, sehr viele Menschen, die dort ihr Geld drin versemmeln. Das Schlimme ist, wer einmal sein Geld bei sowas einzahlt, der wird halt auch definitiv danach nicht mehr in Ruhe gelassen. Die rufen immer wieder an, weil die bei diesem einen Erfolg, den die bei euch vielleicht hatten, ja, dabei soll es halt nicht bleiben. Die versuchen immer wieder an eure Kohle zu kommen, sobald ihr einmal dort mitgespielt habt bei diesem tollen Trading-Unternehmen. Ja. Ja, hallo, schönen guten Tag. Spreche ich bitte mit Herrn Ander? Ja, Koreaner. Ich grüße Sie, Emma Smith am Apparat. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut bei Ihnen? Entzückend. Und bei Ihnen? Gut, danke. Also, ich rufe Sie, weil in einiger Zeit Sie haben eine Anmeldung gemacht über Onlinehandel, Online-Trading. Ja. Wir haben zusammen gesprochen. Ich weiß das nicht, ob Sie erinnern. Und Sie haben Interesse gezeigt, aber damit Sie ein Konto eröffnen, Sie haben gesagt, dass Sie haben kein Geld momentan. Und wir lassen also einen Termin für die nächsten Monate. Für jetzt. Also. Ja. Erinnern Sie bitte. Ja. Ja. Also der Mindestbetrag für eine Konto aktivieren ist nur 250 Euro. Das wissen Sie schon, ja? Nee. Ja. Und mit diesen 250 Euro, Sie bekommen Gewinne bis am Ende des Monats. Wie viel denn? 500 bis 600 Gewinn. Aber natürlich, Sie können auch so mit einem anderen. Ja. Aber natürlich, Sie können auch mit einem anderen Betrag anfangen, mit 1000, 2000 und so weiter. Natürlich bekommen Sie Gewinne jede Woche, nicht nur am Ende des Monats. Ja? Ja, also, wenn Sie nicht so viel jetzt in jeder Zeit, Sie können dieses Geld auszahlen. Ja? Auch die Gewinne. So machen Sie keine Sorgen. Ja. Wir lassen Ihnen nicht allein, wir geben Ihnen einen Finanzexpert dabei weiterhelfen und Sie schauen selber, wie viel Gewinne erreichen, ja? Ja. Also, ich weiß nicht, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich mit einer anderen Firma? Nö. Haben Sie keine Erfahrung davon, ja? Okay, also möchten Sie gerne ein Konto mit unserer Firma eröffnen, weil ich glaube, dass momentan Sie haben Geld. Ja, woher glauben Sie das denn? Wie bitte? Woher glauben Sie das denn? Weil Sie haben gesagt, dass Sie bekommen Geld jede Ende des Monats, also die am Januar, haben Sie gesagt. Ja, habe ich gesagt, ja. In einiger Zeit, wir haben am Dezember zusammen gesprochen und Sie haben gesagt, dass Sie haben kein Geld. Und Sie müssen am Januar wieder zu anrufen, deshalb ich rufe Sie an, Herr. Ja. Ja, weil Sie haben Interesse gezeigt, damit Sie ein Konto mit unserer Firma eröffnen. Und Sie haben gesagt, dass Sie haben keine Erfahrung davon, ja? Ja, genau. Also, ich würde gerne fragen, mit welchem Betrag möchten Sie gerne ein Konto eröffnen? Na, wie viel ist denn da sinnvoll? Meinen Sie für den Mindestbetrag, oder? Na, was ist denn da sinnvoll? Und jetzt reden Sie nicht mehr oder ich höre nichts mehr? Sie haben Ihr Mikrofon ausgemacht. Hallo? So wird es natürlich nichts. Junges Fräulein, sind Sie noch am Apparat? Ich verstehe leider nichts mehr. Es ist stumm, das Telefon. Tja, ist ja sehr schade, dass wir jetzt einfach weg sind. Vielleicht brauchen Sie mal ein anderes Headset? Guck. Tja, also die Leitung steht. Aber wenn das Mikrofon aus ist, so kann ich nicht mit Ihnen reden. Also ich kann schon reden, aber ich höre ja nicht, was Sie sagen. Hallo? Hallo? Tja, also, so kommt.
Und dann hat die nette Betrügertante nicht mehr mit uns gesprochen. Keine Ahnung, woran das gelegen hat, aber sie hat sich hier auf jeden Fall gleich nochmal telefonisch bei uns gemeldet. Irgendwas muss mit der Telefonleitung wieder nicht richtig funktioniert haben. Ich weiß tatsächlich nicht, woran das liegt. Hier, also hier rufen ja wirklich wahnsinnig viele Betrüger an. Bis zu 40 Telefonate am Tag. Und ganz oft sind solche Telefonabrisse dabei, wo ich rede und rede und rede und mich hört keiner mehr, aber die Leitung läuft weiter. Und irgendwann ruft dann wieder jemand an und sagt und meint, man hat mich gehört, aber andersrum nicht. Komisch. Ich weiß wirklich nicht, womit das zu tun hat. Ist wahrscheinlich so im besten Deutschland aller Zeiten, dass die Telefonleitungen halt irgendwie manchmal nur einseitig funktionieren ins Ausland. Wenn es mal so bei den Betrugsanrufen automatisch so wäre, dass man da nichts mehr hört, das wäre mal ein technischer Fortschritt. Vielleicht sogar besser, dass sie gar nicht erst durchkommen. Aber irgendwie scheint sich da leider keiner so richtig drum zu kümmern. Denn die Betrugsanrufe nehmen eher noch an Fahrt auf, anstatt dass sie weniger werden. Ja, hallo? Ja? Hören Sie mich besser jetzt? Ja, jetzt höre ich wieder was, ja. Ich habe vorher gar nichts gehört. Ja, also, ich gerne wollte fragen, mit welchem Betrag müssen Sie ein Konto eröffnen? Weil Sie haben gesagt, rufen Sie mir am Januar, deshalb ich rufe Sie an, damit Sie ein Konto aktivieren. Ja. Mit welchem Betrag möchten Sie gerne diese Konto aktivieren? Na, was geht denn da so? Was macht man denn da normalerweise? Wie bitte? Was macht man denn da so normalerweise? Also, müssen Sie mit 250 Euro, oder? Na, macht man das so normal? Also, ist das immer so? Oder wie jetzt? Ja, und dann hat sie einfach direkt ganz aufgelegt und nicht mehr mit uns weitergesprochen. Also Fragen stellen darf man da nicht, auch wenn sie doof sind. Aber, tja, würde nicht ein normales Unternehmen eigentlich noch mit euch wenigstens versuchen zu kommunizieren? Und selbst wenn das Unternehmen merkt, dass die Fragen irgendwie ein bisschen komisch sind, dann würde das Unternehmen vielleicht einfach ja, dazu was sagen und dann das Gespräch freundlich beenden. So stellt man sich das eigentlich normalerweise vor. Nur, ihr seht's ja, ne? Also was man da für Menschen dran hat. Eigentlich bestätigen die mit ihrem bloßen Verhalten jedes Mal, dass sie von Betrüger-Callcentern anrufen. Weil ein normales Callcenter würde so definitiv nicht arbeiten. Jo. Hallo, Herr Schubschrauber. Hallo? Hallo. Wunderschönen guten Tag. Gold, ja. Herr Schubschrauber, hören Sie mich? Hören Hallo? Sie mich? Ja, jetzt höre ich Sie wieder. Super. Jawohl, Goldberg, mein Name von der Firma Profit Maximizer. Sie hatten sich ja vorhin auf unserer Plattform registriert. Nee. Also hier steht, dass Sie sich registriert haben, weil Sie dann quasi handeln möchten. Handeln wollten, besser gesagt, mit Aktien, Kryptowährungen. Nee, habe ich mich nicht registriert. Okay, dann weiß ich Bescheid. Danke Ihnen. Tschüssikowski, Betrüger. So schnell kann man die Betrüger dann auch mal los sein. Tja, oftmals streiten die ja dann gerne noch über ja, einen gewissen Zeitraum, aber es gibt halt auch mal den einen oder anderen Betrüger, der es dann schneller aufgibt. Schauen wir mal, wie der nächste Betrüger sich so schlägt. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ja? Daniel am Apparat, sprechen mit Herrn Walter, bitte. Ja. Guten Tag, Herr Walter. Guten Tag. Tun melde ich mich von Crypto.de. Crypto.de? Online-Trading-Plattform vielleicht. Was? Worum geht's denn? Hallo? Hallo? Ich höre Sie leider nicht. Mal davon abgesehen, dass der irgendwie ziemlich aggressiv klang, wie auch immer. Ich weiß nicht, der hat ja irgendwie noch was ins Telefon genuschelt und dann nicht mehr gesprochen. Keine Ahnung, was der da verstanden hat, aber ich habe ja eigentlich nur gesagt von Crypto.de. Und das hat dann schon wieder dazu geführt, das Gespräch abzuwürgen. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das manchmal soll. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Betrüger. Ja, bitteschön. Hallo. Ich höre nichts. Ist kein Ton. Müssen Sie nochmal anrufen. Also ich höre nichts. Hallo. Dann probieren Sie es einfach nochmal. Tja, solche Telefonate, wo niemand dann dran ist. Sowas könnten auch sogenannte Ping-Calls sein. Also Anrufe, die einfach nur automatisiert kontrollieren sollen, ob ihr da an diesem Anschluss noch existiert. Also ob die Telefonnummer noch funktioniert und ob da jemand dran geht. Und geht dort jemand dran, dann ist automatisch im Computersystem vermerkt, dass diese Telefonnummer noch funktioniert. Und schon wird sie weiterverkauft an den nächsten Betrüger, der euch dann mit irgendeinem neuen Thema wieder belästigen soll. Ja, das könnte zumindest eine Begründung für diese Telefonate sein.
Muss es nicht. Es kann auch einfach nur wieder ein Gesprächsabbruch gewesen sein. Aber diese Ping-Calls sind tatsächlich auch gefährlich. Deswegen sollte man grundsätzlich nicht bei Telefonnummern einfach abnehmen, die man überhaupt nicht kennt. Schon erst recht dann gar nicht, wenn sie aus dem Ausland kommen. Die meisten Telefone zeigen ja mittlerweile an, dass das Gespräch beispielsweise aus Belgien oder aus England oder wie auch immer kommt. Es steht bei iPhones, weiß ich es zumindest, steht es schon gleich oben drüber, aus welchem Land dieses Telefonat jetzt auf eurem Handy ankommt. Und wenn man hier schon irgendein Land sieht, wo ihr keinen Anruf erwartet, solltet ihr auch einfach nicht drangehen. Ja, bitte. Hallo. Ja, hallo. Guten Abend. Grüße Sie. Ich spreche gerade mit Herrn Gerald. Nee, mit Herrn Steiner. Nochmal bitte? Nee, mit dem Herrn Steiner, nicht mit dem Herrn Gerald. Aha, Entschuldigung. Ich ist fast verbunden. Tut mir sehr leid, auf Wiederhören. Aha. Also ich weiß wirklich nicht, wo jedes Mal das Problem mit den Nachnamen liegt. Die, ja, sprechen einen mit Herr an und immer mit dem Vornamen. Es ist einfach nicht richtig. Es fühlt sich jedes Mal falsch an, wenn die anrufen. Und dann schon so dämlich beginnen. Ja, und wenn man dann einfach antwortet, nee, es gibt hier keinen Herrn Gerald, das ist der Vorname. Dann legen die einfach auf, ohne sich zu verabschieden. Die machen gar nicht weiter, weil da wissen sie dann schon nicht weiter. Tja, es liegt wahrscheinlich meistens einfach an den Deutschkenntnissen, dass sie überhaupt gar nicht verstehen, was man da sagt. Und wenn das Gespräch halt schon nicht gleich nach Plan läuft, dann beendet man es wohl dem Anschein nach. Ja, so machen es halt jedes Mal die Betrüger. Ja, bitte? Das ist Gerald Steiner. Jo. Ja, ich heiße Justus Kohlmorgen. Sie haben bei unserer Trading-Plattform registriert. Ich verstehe, dass Sie haben Interesse jetzt zu investieren. Oh, kriegen Sie irgendwie die Zähne mal auseinander beim Reden? Man versteht kein Wort. Aha, also Sie möchten investieren jetzt. Traden. Ich verstehe Sie kaum. Haben Sie da jemanden, der richtig Deutsch sprechen kann? Ich habe gesagt, Sie haben bei unserer Trading-Plattform angemeldet. Aha, wo denn? Ich habe verstanden, dass Sie möchten traden und investieren mit unserem Finanzberater. Nö. 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 Wie kann das sein? So weiß ich ja nicht, wo Sie meine Daten hergekauft haben. Sie haben im Internet etwas geklickt bei Facebook. Nee, das kann gar nicht sein. Der Facebook gibt ja nicht die Daten einfach weiter. Außerdem bin ich gar nicht bei Facebook. Oder in Internet, ich weiß nicht. Also, Sie haben etwas gemacht. Ist ja höchst seriös. Also wissen Sie nicht mal, wo die Daten herkommen. Mensch. Ja, denn das ist eine Werbung im Internet. Mhm. Also das ist normal. Sie haben dort etwas gedrückt, ja. Genau. Ist ganz normal, dass Kriminelle einfach so anrufen. Das ist richtig. Kriminelle? Okay. Mhm. Genau. Okay. Also Sie möchten nicht investieren, oder? Nee, bei Ihnen sicherlich nicht. Okay. Чел, что ты делаешь, блядь, я не понимаю, нахуя ты это делаешь? Я ебал твою мать, я резал ее нахуй. Чувак, я резал ее, блядь, 7 лет, блядь. Ja, genau. Richtig. Tja, also, da bleiben, glaube ich, keine weiteren Fragen mehr offen bei diesen netten Menschen, die wir da an der Leitung hören. Da seid ihr auf jeden Fall wieder in den Kommentaren gefragt, was der da so zum Schluss des Gesprächs so noch vor sich hingebrabbelt hat auf Russisch. Soweit ich das verstanden habe, war es auf jeden Fall Russisch. Tja, schreibt es gerne mal unten mit Zeitstempel am besten in die Kommentare. Können alle mal nachschauen, was der da so erzählt hat. Schon Wahnsinn. Wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, hallo. Ich höre nichts. Na, dann lege ich jetzt wieder auf. Wiedersehen. Ja, und wieder eins von diesen Ping-Calls, wo man sich einfach nicht sicher ist, was das jetzt genau werden sollte. Da ruft jemand an, sagt aber nichts, ist keiner dran, passiert überhaupt nichts und dann ist das Gespräch wieder weg. Ja, es deutet auf jeden Fall eindeutig auf Ping-Call hin oder einfach nur defekte Telefonleitung, was es aber auch manchmal sein kann. Ist das, diese Betrüger wählen ja nicht alleine. Dann werden, oder die nutzen halt Programme, automatische Wählsysteme, die dann auf dem Monitor und auf dem Computer den Anruf hochschmeißen. Gleichzeitig öffnet sich in dem Kundenverwaltungsprogramm, was die haben, der Kundendatensatz passend zu dem Telefonat, was in die Leitung geworfen wurde. Der Mitarbeiter kann sich quasi da gar nicht wehren und, wird vor vollendete Tatsachen gestellt. Der Kundendatensatz ploppt auf, der Kunde ist schon in der Leitung und dann geht das Gespräch los. Hört man manchmal auch, dass die Mitarbeiter sich gerade noch privat unterhalten. Das spricht dann auf jeden Fall dafür, dass automatisch gewählt wurde, weil warum redet der Mitarbeiter sonst gerade irgendwas privat und es hat nichts mit dem Anruf zu tun? Und dadurch, dass jetzt hier nun Wählsysteme wählen, ja, die stellen euch ja nur dann durch, wenn auch jemand rangeht.
der Mitarbeiter hört ja kein Tut-Tut im Hörer oder in seinem Headset, sondern gleich den Kunden, wenn einer dran ist. Und dadurch, dass automatische Wählsysteme wählen, ja, und vielleicht gleichzeitig zu viele Kunden ans Telefon gehen oder in diesem Fall hier Betrugsopfer, dann wird irgendjemand, der zu spät dran gegangen ist, einfach aus der Leitung geworfen. Also da geht es manchmal einfach nur um Millisekunden. Wenn jemand anderes einfach schneller dran war, dann ist die Leitung ja schon wieder belegt. Dann kann ja niemand mit euch sprechen. Und deswegen bricht das Gespräch dann hier an dieser Stelle einfach wieder ab. Somit werden Leute auch belästigt. Also ich kann mich noch an meine Eltern erinnern, so vielleicht die frühen 2000er Jahre, da gab es bei meinen Eltern auf dem Festnetzanschluss dermaßen oft einfach Spam-Anrufe, wo es geklingelt hat und keiner war dran. Und dann irgendwann hatte man doch mal ein Unternehmen dran, was eine Zeitschrift verkaufen wollte. Denn diese Unternehmen arbeiten auch mit diesen automatischen Programmen. So muss halt eben der Mitarbeiter die Nummer nicht manuell eintippen und das ganze Callcenter kann dadurch viel, viel mehr Kunden am Tag anrufen, wenn das automatisch gewählt wird. Ja. Ja, guten Tag. Ja, guten Tag, grüß dich. Was haben wir noch dran? Herr Eichmann am Apparat, Herr Eichmann, grüß dich. Mhm. Und du? Wie geht es Ihnen? Alles gut soweit? Ja, worum geht's denn? Es geht über Trading, ja, Herr. Über Konto. Ein Konto, was Sie früher bei Online-Trading registriert haben. Deswegen habe ich Sie angerufen. Also noch so eine Betrügerfirma. Was bitte? Noch so eine Betrügerfirma. Entschuldigung, Sie sprechen mit David Eichmann. Noch ein Betrüger. Ich melde mich von FCM Group, Herr. FCM Group. Na klar. Na ich bin klar, von FCM registriert, von BaFin Institut. Ja, na klar. Entschuldigung, für unsere Sicherheit, dieses Telefonat ist registriert. Ja, genau. Okay, danke. Bitte ich schön. Habe hier eine... Herr, lassen Sie mir kurz Ihnen sprechen, ja? Ich bin hier nicht für Ihr Geld. Es tut mir sehr leid. Ja? Weil ich weiß, dass Sie früher eine schlechte Erfahrung gehabt haben. Ja, weißt du das, ja? Dann weißt du aber auch, dass du schon mehrfach auf YouTube gelandet bist. Wie alt bist du? Na, das geht dich ja gar nichts an. Sind Sie verheiratet? Das geht dich auch überhaupt gar nichts an. Haben Sie Frau, Kinder? Das geht dich auch nichts an. Haben Sie Frau und Kinder, bitte? Habe ich doch gerade beantwortet. Wenn Sie ein Mann sind, reden Sie wie ein Mann. Ja. Bitte. Bisschen Respekt. Und du hör auf, wie ein Betrüger zu reden. Okay. Okay, danke. Danke. Jo, winke, winke. Tja, also da fällt einem kaum noch was dazu ein. Die geben sich jedes Mal von Mitarbeitern von irgendwelchen Firmen aus, von wo die definitiv nicht anrufen. Dann haben die jedes Mal irgendwelche Lizenzen, die wissen über euch Bescheid, was ihr alles so verloren habt. Also ich frage mich immer, woher wissen die das alles? Weil komischerweise stimmt das ja alles nicht, was die da für ein Bullshit erzählen. Reingefallen bin ich persönlich auf so einen Betrüger noch nie. Ich kenne mich zwar aus mit solchen Betrügerplattformen und ich habe auch schon vor dem YouTube-Kanal hier solche Betrügerplattformen im Internet vorher schon erkannt und dort dann einfach nicht mein Geld eingezahlt. Es ist schon schwierig heutzutage, eine seriöse Firma von einer unseriösen zu unterscheiden, also jetzt mal ohne diesen Anruf hier. Wenn man solche Anrufe an der Leitung hat, dann lässt sich das schon eigentlich leicht herauskristallisieren, wenn man dann Betrüger an der Leitung hat. Denn die klingen genauso wie die Leute, die wir hier ständig hören auf dem Kanal. Naja, ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht. Ja, hallo. Hallo, schönen guten Tag, Herr Knusprig. Knusprig. Genau, Knusprig. Thomas Berg ist im Apparat. Ich melde mich von Prime Market. Hm. Wegen Ihrer Interesse durch oilprofit.de. Wie geht es Ihnen erstmal? Sehr gut. Okay. Ich habe gesehen, dass Sie Interesse gezeigt haben und ich habe Sie angerufen, um zu fragen, warum Sie Ihr Konto nicht aktiv gestellt haben. Aber wir können das auch jetzt machen, wenn Sie jetzt Zeit haben. Was denn? Ihr Konto aktiv stellen. Sie haben schon ein Konto eröffnet bei uns, automatisch. Aha. Wissen Sie das? Ich habe automatisch ein Konto eröffnet. Das klingt genau. Durch unsere Werbe, euch. Ich jetzt oder automatisch? Genau. Aha. Da antwortet man dann auf, also einfach nur mit genau, wenn man denn die Antwort nicht weiß. Gut. Wie bitte? Hm? Genau. Ich habe Sie nicht richtig verstanden, was Sie gesagt haben. Albern. Sehr albern. Wie bitte? Betrügt ihr da viele Leute so am Tag? Hallo?
Ja, was hallo. Ich verstehe Sie nicht. Nee? Oh, das ist aber blöd. Sehr schade. Hallo, reden Sie mit mir. Ja, Herr Knusprig. Mit wem denn sonst? Nee, nicht Knusprig. Knusprig. Ja, Knusprig, ja. Na, sehen Sie, geht doch. Also, Sie haben Interesse gezeigt durch unsere Werbe. Mhm. Also, wenn Sie kein Interesse haben, dann wieso machen Sie weiter? Was denn? Ja. Was mache ich denn weiter? Dass Sie immer noch am Apparat bei mir sind. Und ein bisschen Zeit verplempern. Nein, Zeit ist Nein, Geld. Und man kann, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit zu verschwenden. Entschuldigung. Oh, schade. Ich dachte, wir verplempern noch ein bisschen Zeit. Wollen wir ein schönes Ja, und dann war er auch einfach wieder weg, ohne sich wirklich von uns zu verabschieden. Der hat zwar gesagt, dass er jetzt das Gespräch beendet, aber ja, verabschiedet hat er sich hierbei nicht. Schon irgendwie lustig. Zeit verschwenden. Das ist das, was man bei den Betrügern eigentlich irgendwie immer hört. Wenn sie keine Lust mehr auf einen haben, dann verschwendet man plötzlich deren Zeit. Obwohl die doch bei euch anrufen? Wie könnt ihr dann deren Zeit verschwenden, wenn die bei euch angerufen haben? Ist es denn nicht eigentlich so, dass dadurch ja eure Zeit verplempert wird, wenn die bei euch anrufen? Tja, irgendwas verdrehen die da jedes Mal wieder. Ich weiß nicht, wie die jedes Mal auf diese Idee kommen, aber bei denen ist ja alles verkehrte Welt. Der Kunde hat sich immer selbst angemeldet, auch wenn es nicht so ist, es interessiert keinen. Der Kunde ist grundsätzlich immer selbst schuld. Und wenn irgendwas falsch gemacht wurde, wie ein Rechtschreibfehler in der E-Mail-Adresse, dann hat auch immer der Kunde schuld. Der hat es schließlich falsch gemacht. Die Mitarbeiter haben da nie was falsch eingegeben. Schon irgendwie jedes Mal aufs Neue interessant. Pionier, hallo, was hast du denn, mein Schätzchen? Hi, Thomas. Was ist denn los? Hello, Thomas, can you hear me? Oh, was ist los, meine kleine Zaubermäuschen? Thomas, ja? Do you speak English? Magst du Pommes? Do you speak English, Thomas? My English is excellently. Very good, very good. From the Mülltonne. Okay. Thomas, I'm contacting you. From the, wie heißt das, underground English. Very good. Thomas, ja? I'm contacting you from financial market regarding your registration. Oh. I'm calling from Bitcoin Traders app. Have you started trading already? Ja, ich habe eine Zahnbürste im Mund. Und du? What, sorry? Ja. How long ago? Oh. Have you made your first initial investment? Ja. No? Doch. Do you want to start trading, Thomas? Yeah. Yes? Yeah. Yeah? Do you have any questions before we activate your trading account? Oh, sorry. Yeah. Do you have any questions? Yeah. Ask me. Yeah. Ask me what questions you have. Yeah. Mein Gleit ist blöd. Thomas, can you speak louder, please? A bit loud? No. I can't hear you. Ja. Fuck you. Ja. Tja, also schon herzallerliebst, das, ja, egal in welcher Sprache, man wird trotzdem am Ende beleidigt. Und schön, dass die Betrüger so wenigstens jedes Mal ihr wahres Gesicht zeigen. Und egal, ob man die jetzt verstanden hat oder nicht verstanden hat, den Schluss, den haben wir auf jeden Fall verstanden. Dass das kein vernünftiges, seriöses Unternehmen gewesen sein kann. Denn, ja, warum sollte denn euch ein seriöses Unternehmen zum Schluss des Gesprächs noch beleidigen, wenn ihr sie nicht verstanden habt? Interessant. Höchst interessant. Definitiv war das auch wieder eine Kriminelle. Ja. Hallo? Ja, Hallo, schönen guten Tag. Hier Reiniger, oder? Ja. Also, ich bin Julian und ich rufe Sie von Firma Swiss Pro. Julian. Und Sie haben. Ja, Julian, ja. Ist Julian. Männername. Wie bitte? Das ist ja ein männlicher Name. Ah, das ist mein Name. Das ist aber ein Einfach. Männlicher Name. Oh, danke. Und ich rufe Sie von Firma Swiss Pro. Sie haben registriert bei uns, das ist Onlinehandel. Und ich bin hier, um Ihnen zu erklären, wie das System funktioniert und Ihre Konto gemeinsam zu aktivieren.
Also, haben Sie Interesse von verschiedenen Aktien, Rohstoffen, Forex und Kryptowährungen? Nein, nicht bei komischen Firmen. Haben Sie keinen? Ja. Ja. Okay. Hallo? Ja, was denn? Okay, ich warte. Ja, was? Ja, haben Sie Interesse für das? Habe ich doch jetzt schon geantwortet. Okay, alles klar. Schönen Tag noch. Ja, tschüss, Betrüger. Interessant finde ich ja auf jeden Fall, dass die immer davon erzählen, dass die einem was erklären und erzählen wollen und das alles, dass man das schlüssig findet, was da kommt. Aber irgendwie stellen die dann immer nur Fragen nach euren finanziellen Gegebenheiten, anstatt mal irgendwas zu beantworten. Sobald man Fragen stellt, ist es sowieso vorbei mit diesen Leuten. Und viel verwunderlicher ist, dass die Anrufe meiner Meinung nach irgendwie immer dümmer werden. Also immer plumper. Da sitzen immer mehr Mitarbeiter, die immer weniger eigentlich wissen, was sie machen sollen, wenn der Kunde irgendeine Frage stellt. Die können immer weniger Deutsch und es rufen auch tatsächlich immer mehr Leute an, die gar nicht erst Deutsch sprechen, obwohl ich eingegeben habe, dass ich aus Deutschland bin, eine deutsche Telefonnummer habe und Deutsch spreche. Und dann erfolgen genau solche Anrufe hier. Deutsch. Ja. Hi, am I speaking with Horst? Oh, was für ein Ding? Hi, this is Leah. I'm calling you from Bitcoin Smarter. How's your day going? Oh, das ist ja lustig. Willst du mich jetzt wohl auf Englisch belutschen, ja? Okay, do you speak English? Und du? Oh, warte. Me? Jetzt ist mir ruf Peter an, da ich jetzt keinen Bock drauf. Was? Geh ran und Peter. Nee. Was willst du denn? Scheinbar wollte sie nichts, außer unsere Zeit irgendwie ein bisschen verplempern. Also das, was wir eigentlich eher mit den Betrügern jedes Mal vorhaben. Scheint ja auch zu funktionieren, die rufen ja hier alle in Massen bei uns auf dem Kanal an. Vielen lieben Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Wenn ja, dann zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl. Schaut doch da gerne mal vorbei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. We'll be right back.